Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Nils Kolonko, wir sind hier heute mit der Band Stereoherz. Tini und Sven sind hier. Ihr beiden seid heute hier, weil du mir eine Nachricht geschrieben hast bei Facebook. Ich zitiere mal kurz. Lieber Nils, dein Buch Bandologie hat uns die letzten Jahre auf Schritt und Tritt begleitet. Du hast da tatsächlich eine kleine Musikerbibel geschrieben. Volle Kanne Danke, hast du geschrieben. Und darunter war ein Bild, da war eine Summe mit Pfeilen. Und mir wurde recht schnell klar, ihr habt gerade über 30.000 Euro bei einem Crowdfunding für eure Band bekommen. Und da dachte ich mir, das ist doch eine super Gelegenheit für ein Gespräch. Mich würde interessieren, wie habt ihr es hinbekommen, bei diesem Crowdfunding so viel Geld zusammenzubekommen? Ja, wie haben wir das gemacht? Das fragen wir uns heute auch noch, glaube ich. Das war viel Arbeit. Viel Fleiß und Arbeit auf jeden Fall. Ihr habt zu Anfang nicht damit gerechnet? Nee, gar nicht. Also wir haben vor gut 3 Monaten die ganze Sache angefangen und haben wirklich gedacht, dass wir irgendwo vielleicht bei 1.000 Euro irgendwo hängen bleiben und haben dann gedacht, gut, dann ist es gute Werbung und fürs Internet und wer weiß, was da bei uns für uns noch bei rausspringt. Wir hätten bei weitem eigentlich nicht gedacht, dass wir so weit kommen, nie im Leben. Wie kam die Wende? Also viele Leute fangen ein Crowdfunding an, haben eine Band, es geht nicht voran. Was habt ihr gemacht? Warum fing das auf einmal an zu laufen? Wie habt ihr den Stein ins Rollen gebracht? Also ich denke, wir haben uns, als wir schon, eigentlich schon unterwegs waren, als es losging, wir haben ja nicht sofort hochgeschossen, sondern wir haben so ein bisschen aus der zweiten Reihe losgestartet. Wir haben uns echt überlegt, uns einen Plan gemacht, was sollten wir tun, um erstmal Leute auf uns aufmerksam zu machen? Mhm. Was ist notwendig, um Leute auch erstmal unsere Musik nahe zu bringen? Und wie kann man auch so eine gewisse Fanbindung erreichen? Und das ging dann los, dass wir uns echt hingesetzt haben und gesagt haben, okay, ich habe 1.000 Facebook-Freunde, du hast 300, 400 Facebook-Freunde. Okay, also die schreiben jetzt erstmal persönlich an. Also ganz persönliche Mailings. Mhm. Das war erstmal so 1, 2, 3 Wochen Arbeit. Richtig Arbeit bis tief in die Nacht. Und man muss sich das so vorstellen, du schreibst da jemanden und der hat dann natürlich auch noch 1, 2, 3 Fragen und schreibt zurück und dann ist natürlich das Postfach am nächsten Tag voll. Mhm. Und dann stehst du erstmal da und hast erstmal wirres Haar und denkst, oh Gott, jetzt geht's richtig los. Also erstmal versucht in Kommunikation zu kommen. Ja. Der nächste Schritt war dann eben auch die Musik vorzustellen, weil das ist ja das Essentielle, dass die Leute erstmal wissen, worum geht es überhaupt, welches Genre, welche Stilistik. Ja, und dann haben wir uns schon konkrete Kampagnen in Zusammenarbeit mit Musicstarter überlegt. Also, wie könnte man jetzt Konzerte machen, kostenlos Konzerte, wo die Leute einfach vorbeikommen können, ganz zwanglos, um einfach zu schauen, was ist denn das da überhaupt, was da passiert. Und wie lief das dann, kostenlose Konzerte? Also, wenn ich kurz zusammenfassen darf, ihr habt eine Bestandsaufnahme gemacht. Was haben wir für Möglichkeiten jetzt in diesem Moment? Dann habt ihr Leute persönlich angeschrieben. Kleine Anmerkung am Rande, ich nehme an, mit Namen. Ja, jeden persönlich. Denn total. Ich kenne eine andere Aktion, die gerade ziemlich erfolgreich gelaufen ist, wo auch die Ansprache mit dem Namen lief, scheint ein ganz wichtiges Kriterium zu sein. Muss nicht unbedingt sein, aber ist ganz gut, wenn man startet. Und dann habt ihr euch überlegt, okay, eine Maßnahme könnte sein, Konzerte. Wie lief das ab? Also ihr habt dann sozusagen, ihr wolltet die Leute näher binden. Richtig, genau. Ja? Also eigentlich lief das ganz unterschiedlich ab. Also wir haben zum einen einen Abend gemacht, da waren wir 4-mal live unterwegs. Also wir waren morgens ganz früh beim NDR, da waren wir live in der Sendung, da wurden wir eingeladen. Und danach haben wir die Güstrower Einkaufsnacht genutzt und sind dort wirklich mit Sack und Pack und Gitarrenkoffer und Karton durch die Straßen. Güstrow ist der Ort, aus dem ihr kommt, wenn ich dich kurz unterbreche. Wie kamt ihr zum NDR? Denn das wäre so ein Punkt, wo viele Musiker jetzt sagen, ja, ihr wurdet beim NDR eingeladen, ist ja klar, dass das dann geklappt hat. Aber ja, das ist so diese Vorstellung. Ja, also der Kontakt besteht eigentlich schon länger aus unserer früheren Band, weil wir für den NDR auch früher gespielt haben. Okay. Und da der Kontakt auch da war und auch irgendwo immer dieser Draht auch zu denen auch immer noch war. Und die uns dann, weil wir uns eben auch dort kannten, dass sie uns dort dann eben auch eingeladen haben. Da muss man vielleicht dazu sagen, das ist also kein selbstverständlicher Kontakt gewesen, sondern den haben wir uns natürlich erarbeitet. Genau. Also das muss man natürlich wissen, dass da jahrelang vorher schon eine gewisse Bindung bestand. Auch die Möglichkeit beim NDR zu spielen, das war eine Sache, die wir uns erarbeitet haben. Also wir haben ganz, ganz viele Konzerte in der Vergangenheit natürlich gespielt und irgendwann haben uns beim NDR auch beworben und die haben dann aus vielen Bands auch ausgesucht und so sind wir dann früher mit der Vorgängerband von Stereoherz quasi die Hausband, also NDR Sommertourband geworden. Ja.
dadurch bestand der Kontakt. Als wir dann verlautbaren ließen, dass wir was Eigenes machen möchten, was Neues, da war der Kontakt auch erstmal weg. Das muss man auch wissen. Das heißt, es ist nicht selbstverständlich, dass der Kontakt erstmal bestehen bleibt, sondern man begibt sich auf neuem Terrain. Und da waren die erstmal skeptisch. Und da waren, jetzt ist was Neues da und das ist aber nicht mehr das, was wir kennen. Und das, keine Coverband mehr, jetzt was Eigenes auf einmal. Richtig, genau. So, ja? Und da fängt man dann schon wieder von null an. Ja. Die Kontakte sind zwar da und in 4 Jahren baut man natürlich auch sehr persönliche Kontakte auf dort. Aber man muss die Leute erstmal wieder überzeugen. Das war im Vorfeld dann auch schon erstmal Arbeit. Das ist aber schon, ich sage mal, ein Jahr vor dieser ganzen Crowdfunding-Aktion gelaufen, dass wir immer wieder Mailings gemacht haben, Newsletter auch informiert haben, wir sind gerade da und da. Das heißt, das kam alles nicht aus dem Nichts. Nee. Nochmal Bestandsaufnahme, Facebook-Freunde angeschrieben, dann habt ihr ja beim NDR und dann diese Güstrower Einkaufsnacht. Genau. Wie? Und was habt ihr noch gemacht für Aktionen oder Konzerte, damit dieses Crowdfunding dann auf einmal, gab es da so ein Flashover sozusagen? Oder nee. Wann wurde euch klar, das wird mehr als 1.000 Euro? Bei 10. Ja. Also ich glaube, wir hatten das große Glück, dass es auch 1-2 Veranstalter gab, die gesagt haben, wir würden gerne ein Konzert. Also wir hatten in diesen Crowdfunding-Dankeschöns auch Konzertpakete drin verpackt. Und wir haben natürlich auch Türklinken putzen gemacht. Das heißt, wir sind auch Veranstalter angegangen, Firmen angegangen, wo wir wussten, da könnte potenziell auch ein bisschen mehr Geld da sein als nur ein 30-Euro-Album oder sowas. Okay. Und wir haben einfach auch gesagt, okay, wir geben Konzerte und ihr könnt die Konzerte buchen. Also das günstigste Konzert, das war ein Unplugged-Dinner für 850 Euro und das exklusivste war eins für 2.500 Euro. Mhm. Und dadurch hatten wir natürlich so bei, ich glaube, bei 4.000, 5.000 kamen dann plötzlich 2 Konzerte rein. Konzerte für 2.500. Vielleicht hier jetzt ein wichtiger Tipp nochmal klar formuliert. 2.500 Euro bei einem Crowdfunding zahlt normalerweise keine Privatperson, aber wenn man eine Firma angeht, kann das schon eher klappen. Richtig, genau. Das ist die Idee dahinter. Genau, richtig. An welcher Stelle oder wie spielte das Bentologiebuch dabei eine Rolle? Du hast gesagt, du hast das rote Bentologiebuch richtig. Irgendwann genau gefunden und gelesen. Was spielte das für eine Rolle dabei? Also ich bin echt ein Marketing-Heini. Also ich beschäftige mich sehr, sehr viel, auch aus beruflichen Gründen. Ich bin IT-Manager. Mhm. Sehr viel mit Marketing. Wie kann man Ideen so umsetzen, dass sie für ein potenzielles Publikum transparent sind, verständlich sind? Und das natürlich auch so diese typische AIDA-Regel, die man aus dem Marketing kennt, dass diese Kette auch einsetzt und derjenige sagt so, finde ich gut, gefällt mir und dafür bin ich auch bereit, mein Geld zum Beispiel zu geben, weil ich unterstütze eine lokale Band. Ich sorge mit einer basisdemokratischen Entscheidung dafür, dass die Musik, die ich mag, auch was in der Öffentlichkeit zu suchen hat. Aha. Also da sitzt jetzt kein A&R von einer Plattenfirma, das entscheidet, sondern ich habe die Möglichkeit, das zu entscheiden. Mhm. Und das dann auch so rüberzubringen, dem Hörer rüberzubringen. Du hast jetzt die Chance, aus einer ganz kleinen lokalen Band einen nationalen Act zu machen. Sprich, du hast demjenigen das gute Gefühl gegeben, er kann hier etwas Gutes tun, deswegen brauchst du sein Geld. Und ich finde es schön, dass du das Stichwort Transparenz genannt hast. Mhm. Ich finde, es geht häufig beim Marketing. Also es gibt viele Bands, die betreiben Marketing so, dass sie mit Superlativen um sich herum werfen. Häufig ist es schon ganz gut, wenn man einfach nur darlegt, was denn ist. Richtig. Dazu muss natürlich was da sein, was spannend ist. Aber Transparenz genügt da manchmal. Man muss dann nicht noch drüber pushen. Mhm. Unter Umständen, wenn natürlich was Entsprechendes da ist. Eure Musik in dem Fall. Aber weiter. Also Marketing-Freak, Bentologie-Buch. Das passte gut zusammen. Ja. Und ich habe natürlich viele Sachen, die du in dem Buch beschrieben hast, die haben mir so ein bisschen wirklich die Augen geöffnet. Das war wie ein Template, was man schon nutzen konnte. Also schon wie so eine Art Geschichte, die man nur noch mit Leben füllen musste. Und ich habe mir viele Sachen rausgegriffen, habe überlegt, okay, welche Aktionen, welche Kampagnen kann man innerhalb des Marketings machen? Vielleicht auch mal irgendeine trashige Aktion. Wir haben bei 15.000 in der Mitte irgendwie, kann ich vielleicht kurz erzählen, wir waren bei Radio Potsdam. Und die Moderatorin fing dann an so, okay, was habt ihr denn als Dankeschöns, was könnte ich mir denn als Zuhörer bei euch kaufen? Und dann haben wir aufgezählt, die CD und das Konzert. Wie Konzert, Privatkonzert? Ja,
wir kommen zu dir in den Garten, zerlatschen deinen Rasen und spielen dann da. Und sagt sie, toll, Mensch, dann könnt ihr auch noch bei mir die Geschirrspüler ausräumen und vielleicht den Müll runterbringen. Ja. Und da hat so Klick gemacht. Und das war dann so die Idee, mitten im Interview, da kamen wir nach draußen, haben uns angeguckt und gesagt, wir bringen den Müll runter, wenn wir 15.000 schaffen. Und das war das erste Zitat, das ich von euch gelesen habe. Eure beiden Gesichter und darunter stand, wir bringen deinen Müll runter. Genau. Also eigentlich war was das Ganze denn mit auch wirklich, denen los? Das war eigentlich auch wirklich bloß ein Gag. Aber wir haben, also als wir diese Idee da wirklich ausgesponnen hatten, haben wir gesagt, man muss sich nur mal vorstellen, also wenn wir das wirklich schaffen sollten, dann steht irgendwann in den Zeitungen, ja super, das ist die erste deutsche Band, die durch Müll rausbringen einen Plattenvertrag bekommen hat. Und das ist schon wieder irgendwo eine Story dahinter. Das ist skurril. Die Leute merken, ich habe mir das sofort gemerkt, weil diese Geschichte so skurril war und ich mir dachte, das ist ja so eine Technik, um sich Sachen zu merken, verschiedene abstruse Sachen, also Britney Spears und einen Frosch zusammen ins Gehirn packen, merkt man sich leichter, als wenn man, was weiß ich, ne, etwas Gewöhnlicheres zusammentut. Mhm. Und eine Band, die Müll runterbringt, hat, was denn da los? Ich habe drauf geklickt und dachte, was sind denn das für Typen? Was ist mit denen los? Was ist da falsch gelaufen? Und dann habe ich, ich habe dann gleich euer Crowdfunding-Video gesehen und habe gesehen, ach, das sind ja ganz vernünftige Leute. Und mir wurde dann klar, Thema Transparenz, ach so, die kommen von einem, vom Land, quasi vom Bauernhof, sind ganz bodenständige Leute. Und dieses Müll runterbringen passt gewissermaßen zum Image eurer Band, wobei natürlich jeder weiß, das ist ein Witz, aber nicht? Es passte zu eurer Band. Das heißt, es spielte sozusagen, wenn du es so professionell formulieren möchtest, es spielte quasi in eure Marketing-Mix rein. Genau. Ja. Und man mag es nicht glauben, aber es haben wirklich zwei Leute gekauft, ne? Ja. Was kostete es? 60 Euro. Und das haben zwei Leute bestellt und haben gesagt, das finden sie amüsant und genau. Gut, okay. Wie habt ihr es dann geschafft? Wann wurde dieses Crowdfunding so, dass ihr gesagt habt, wow, das wird hier jetzt richtig was? Ja, das war immer so etappenweise eigentlich. Also das ging so bis 4 oder 5. Dann kamen ja diese 2 Konzerte, dann waren wir auf einmal auf 8. Und dann so ab 10.000, 11.000 Euro fing es dann an, langsam ein bisschen schleppend zu werden. Wo wir dann auch gesagt haben, so, ja okay, was kann man jetzt noch machen? Müssen wir uns halt was Neues überlegen, haben auch immer wieder uns neue Pakete überlegt, neue Aktionen auch immer wieder, um die Leute auch immer wieder zu motivieren und ihnen auch immer wieder was Neues zu bieten. Ne? Okay, ja. Und waren wir bis 15 und bis 20 ging es immer. Also es war immer so etappenweise. Ne? Aber es lief dann schleppend zwischenzeitlich. Ja. Zwischenzeitlich lief es wirklich schleppend. Ja. Aber wir haben natürlich auch darauf geachtet, dass wir unser ganzes Pulver nicht gleich am Anfang verschießen, sondern das wirklich auf die 3 Monate wirklich nach und nach, also die Leute nach und nach wirklich immer anfüttern. Ja. Nur damit nicht alles gleich von Anfang an so verpufft. Ne? Genau. Viele Ideen sind natürlich auch unterwegs entstanden. Genau. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass immer dann, wenn wir ein Konzert spielen, dass wesentlich mehr Funding stattfindet, weil die Leute, die uns plötzlich gesehen haben und uns natürlich auch kostenlos sehen konnten, ja, die also ganz normalen Zugang zu unserer Musik hatten, das war uns ganz doll wichtig, dass die im Nachgang dann gesagt haben, Mensch, das gucke ich mir im Netz mal an. Ja. Und wenn mir das dann auch noch gefällt und die Musik, die dort zu finden ist, dann könnte ich mir vorstellen, dort auch mein Geld zu geben. Und deshalb haben wir gemerkt, Live-Spielen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben dann noch ein bisschen um die Ecke gedacht, haben gesagt, okay, wenn wir schon keinen Eintritt nehmen und wirklich kostenlos, dann lassen wir uns doch den Hut rumgehen. Der ein oder andere hat eine Mark. Und da ist tatsächlich auch noch was zusammengekommen. Das heißt, das konnten wir dann auch noch reinschütten ins Crowdfunding. Und so hat sich das ein bisschen potenziert immer mehr. Ja. Vielleicht da eine Idee, die ganz viele Musiker haben, wenn sie ihre Band groß machen wollen, kommen viele auf die Idee, ich brauche jetzt das Internet, ich brauche eine Werbekampagne, ich brauche irgendwie sowas, sagen wir mal, diffuses, den einen großen Push. Ja. Bei euch haben Live-Konzerte zumindest so funktioniert, dass ihr die Leute waren an dem Abend, an dem Tag erheblich mehr involviert, weil sie euch persönlich kennengelernt haben, sie haben euch vielleicht in die Augen gesehen, ihr wart vielleicht in deren Gegend, so etwas, eine persönliche Verbindung und darüber wurden sie dann aktiv beim Crowdfunding. Das kann man so zusammenfassen. Richtig. Nur mal angenommen, rein potenziell, du hättest eine Werbeanzeige bei Google Ads oder so etwas geschaltet. Dieses Involvement hätte man dadurch wahrscheinlich nicht erhalten, oder? Definitiv nicht. Also wir haben gemerkt, dass viele Marketingaktionen, die wir rein online geschaltet haben, die wir rein auf Online-Weg, wir haben ja viel ausprobiert. Ja. Und es waren ein paar Sachen bei, die wirklich nur online stattgefunden haben, auch Bewerbungen auf Facebook. Man kann ja dann auch so Posts bewerben, um dann mehr User zu erreichen und so weiter und so fort. Die haben rein gar nichts gebracht. Ja. Also es war wirklich verschossenes Geld. Und wichtig ist dazu wissen, also ich glaube, live wirkt unwahrscheinlich, wenn du auch live wirklich auf dem Punkt bist. Mhm. Wenn dann auch eine gewisse, ich sage mal, ein gewisser Draht zum Publikum da ist, wenn die merken, so,
ja. Also wir hatten ganz unterschiedliche Konzerte, ne? Das waren Konzerte, bei die waren knüppeldicke Folge im Rostocker Ursprung gespielt. Mhm. Genau, das war kostenlos auf dem Donnerstag und wir haben gedacht, okay, hoffentlich kriegen wir hier überhaupt ein paar Leute drin. Das war auch wirklich eine Veranstaltung, die wir auch selber organisiert hatten. Ja. Und wir haben auch gedacht, so mitten in der Woche und dann abends, wer ist bereit, hier oben bei uns in der Woche zum Konzert zu gehen? Ja. Ne? Warum wurde das dann voll? Ja, wir wissen es nicht, keine Ahnung. Weil die Leute das wahrscheinlich auch einfach cool fanden, weil sie neugierig waren. Genau. Wir haben natürlich auch viel im Vorfeld dafür getan und die Leute persönlich angesprochen. Mhm. Überall auch gepostet und auch Mailings gemacht. Mensch, genau. Kommt vorbei und ist kostenlos und guckt euch das doch an und so weiter und so fort. Und das hat, glaube ich, so einen kleinen Hype gegeben. Und das Witzige war, eine Woche später oder zwei Wochen später hatten wir dann wieder ein Konzert, auch in Rostock. Für 5 Euro Eintritt ist jetzt nicht so viel, die Masse. Ja. Es war total leer. Mhm. Da waren 35 Leute. Ja, genau. In der gleichen Stadt. Ähnliche Location. Ja, genau. Richtig. Und es war einmal voll, einmal leer. Ja, richtig. Okay. Aber die Leute, die da waren, waren wiederum so begeistert, weil sie gesagt haben, andere Bands hätten jetzt abgesagt. Ihr habt euch hier in einem Club, wo eigentlich 500 Leute reinpassen, für 34 Leute echt den Arsch abgerackert. Ihr habt uns nach vorne an die Bühne genommen. Wir haben echt wie Stuhlkreis und zack und losging. Und dann Straßenmusik und ganz ehrlich. Das heißt, wenn ich kurz dazwischen darf, das kann mal passieren, dass ein Konzert total geil läuft. Ich kenne was Ähnliches von Howard Carpendale, der hat mal erzählt, in Hamburg füllt er jede Halle, egal wie groß sie ist. Und in Kiel und Flensburg hat er massive Probleme. Ja. Also das ist normal als Musiker, dass man sich in jeder Stadt sozusagen sein Publikum erspielen muss. Ja? Ja. Weil auch das ist so eine Fehlvorstellung, gerade in der heutigen Zeit, wo das Internet doch sehr floriert sozusagen. Okay, du warst Testleser für dieses Buch hier. Ja. Bandologie 111 Marketing-Ideen für deine Band. Ihr habt einen Slogan, den ihr häufiger verbreitet. Der ist von dir. Willst du? Wir sind eine Band, aber ihr seid eine ganze Armee. Wir sind eine Band, aber ihr seid eine ganze Armee. Genau. Hier eine Idee heißt fast genau so. Richtig. Fast der Name der Idee. Ja. Im Prinzip ist es eines dieser Templates, die ich gefunden habe. Ich wusste nie, wie ich es in Worte kleiden sollte. Mhm. Genau das ist es im Prinzip. Wenn man sich bewusst macht, warum schaffen es bestimmte Musiker, so groß zu werden und warum schaffen es andere nicht? Ja. Die es schaffen, haben wahrscheinlich verstanden, für mein Dafürhalten, dass sie durch ihre Fans leben. Also ohne die Fans ist eine Band gar nichts. Mhm. Das haben wir am eigenen Leib gespürt bei dieser Crowdfunding-Aktion. Und ich konnte es nicht besser, also warum soll ich dafür was Neues erfinden? Weil du hast es so treffend auf den Punkt gebracht, ich gesagt, sorry, es muss ich mir ausborgen. Also eigentlich habe ich immer nur vergessen, drunter zu schreiben, Nils Kolonko. Es ist von dir, definitiv. Das ist nicht von mir. Aber es war so treffend, dass ich gesagt habe, das ist es. Ich kam da gerade drauf, weil ihr bei diesen Konzerten, auch wenn wenig Leute da wart, ihr habt die Leute zusammengefercht. Ja. Ihr habt sie, also ich nehme mal an, auf angenehme Weise, sonst wären sie euch nicht gefolgt, aber ihr habt sie auf irgendeine Weise geführt und gesagt, kommt zusammen, Leute, und wir tut was Gutes zusammen. Wir bündeln euch und bündeln eure Kräfte. Und dann hatten die wahrscheinlich auch Bock drauf. Ihr habt sie motiviert, etwas zu tun. Nicht? Ja. Und dann haben die gesagt, okay, wir bündeln die Kraft für Stereo Herz und diese Band, die soll es sein, die wollen wir nach vorne bringen, weil die ihr seid angenehm. Ich glaube einfach, dass das, das, was die ganze Sache vielleicht auch so ausmacht, ist, dass wir bei all unseren Konzerten und auch vor den Leuten einfach so sind, wie wir wirklich sind, weil wir uns eigentlich nie verstellt haben. Also selbst nach den Konzerten oder vor den Konzerten, dass wir wirklich gesagt haben, so, mein Gott, wer wirklich noch Bock hat, ey, der kann mit uns ein Bier irgendwo an der Bar trinken und wir schnattern noch irgendwo ein bisschen und die Leute sind auch gekommen. Also wir haben auch wirklich drauf geachtet. Mhm. Also da lag uns auch viel dran, die Leute wirklich so ranzuholen, dass sie uns nicht nur als Künstler oder als Musiker irgendwo auf der Bühne sehen, sondern auch als Mensch, so wie wir sind. Mhm. Und ich glaube, dass das ein großer Sympathiepunkt war, der echt gezogen hat, auch bei vielen. Da sind wir auch stolz drauf, weil wir uns eben nicht verbiegen lassen. Mhm. Das ist auch so ein bisschen das, was wir machen lange genug Musik. Wirklich schon sehr lange. Also Vorgängerbands, Tini hat schon ganz lange, ich mache auch schon seit 25 Jahren Musik. Und man lernt auch als Musiker so ein bisschen auch, wie funktioniert der Umgang mit den Fans. Und du bist echt von Fans auch abhängig. Das ist dein Publikum, das sind deine Leute. Und viele vergessen das, glaube ich. Und diese Basis, die muss man sich erhalten, dieses Fundament, das ist das, was einen Künstler später ausmacht. Und im persönlichen Kontakt pflegen. Ihr wart gerade bei eurer neuen Plattenfirma, bei Velikon Music. Mhm. Also bei Music Starter. Music Starter, okay, so heißt das Label jetzt. Genau. Das ist die,
Und ihr habt jetzt einen Plattenvertrag mit diesem, durch dieses Crowdfunding gehalten. Eure Albumproduktion wird mit diesen über 30.000 Euro, die ihr da zusammenbekommen habt, finanziert und dann vermarktet das Label das. Genau. Ich habe eine letzte Frage. Wie kam es dann, dass ihr über die Zielgerade rüber seid? Also was passierte dann nach 15.000 oder so? Es war ins Schleppen geraten. Ihr wart da. Ich nehme an, ihr habt zeitweise gedacht, okay, das wird nichts mehr. Ja. So, und wie kam dann noch der Wendepunkt? Weil das schaffen viele. Also wir haben natürlich darauf geachtet, in der ganzen Zeit natürlich irgendwo immer an der Spitze zu bleiben. Denn was wir auch gemerkt haben, ist, dass die Medien sich natürlich immer auf den Erstplatzierten gestürzt haben. Okay. Das war natürlich auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, ein Vorteil für uns, da wir auch viel in den Zeitungen waren, also auch gerade bei uns oben in den ganzen Lokalzeitungen, ob es jetzt Ostsee-Zeitungen oder keine Ahnung was war. Und auch viele dadurch wirklich aufmerksam geworden sind. Und durch diese zunehmende Bekanntheit oder ne, je mehr Geld ja auch eingesammelt wurde und je mehr Fans auch dazugekommen sind. Desto spektakulärer wurde es. Genau, und je mehr Mundpropaganda gab es ja auch. Und desto mehr Leute haben wirklich finanziert, die wirklich gesagt haben, so geil, die schaffen das wirklich noch. Ah, ne, okay. So, und, also die Glauben angefacht, ja? Genau, und die Dankeschöns, die es in der Zeit vom Crowdfunding jetzt gab, die gab es auch wirklich nur für diese 3 Monate. Also die sind jetzt wirklich seit dem 11.11. vorbei. Also das Album kann man sich natürlich kaufen, aber so wie ganz exklusive Sachen wie den Namen im Booklet verewigen lassen. Oder damit ist jetzt Schluss, ja? Also das, deutliche Grenze sitzt. Genau, okay, genau, also das gab es wirklich bloß für diese 3 Monate. Und dass wir dann auch noch überfinanziert haben, das war, glaube ich, so für manche, die dann gesagt haben, so geil, jetzt erst recht. Jetzt okay, ne, wir haben es geschafft, jetzt hole ich mir doch noch ein Album. Ja, das muss man natürlich dazu sagen. Also eine deutliche Schlepper habe ich wahrgenommen. Ich bin ja so ein Mensch, der gerne vor Charts und Grafiken sitzt und dann auswertet. Eine deutliche Schleppe habe ich gemerkt, irgendwo so bei der 25.000. Mhm. Also bis dahin noch zu mal kommen, war schon mal extrem. Da haben wir schon gedacht, so wow, was ist denn hier los? Aber dann hast du echt gemerkt, so ein paar Tage, wo wirklich total flat war. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, was machen wir jetzt? Dann haben wir versucht, nochmal Rückläufer einzusammeln. Wir haben eben viel die Rückmeldung bekommen, okay, dieses Crowdfunding-Portal funktioniert sehr gut auf Desktop-PCs, aber eben schlechter auf Mobilgeräten. Genau. Das ist auch eine technische Frage. Ja. Ich als Programmierer habe dann vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergrund. Das heißt, die Leute persönlich abgegrast und gesagt, okay, ich sehe hier gerade ein abgebrochenes Funding von so und so viel. Was würdest du mitfunden? Wir könnten dir Unterstützung liefern und so weiter und so fort. Ich habe eine Bestellliste gemacht privat, habe dann auch noch mir dann aufgeschrieben, wer welche CD haben möchte, habe das Geld eingesammelt, habe dann über quasi meinen Account dann mitgefundet für die Leute, die dann später von mir die CD kriegen. Auch das haben wir gemacht, dann waren auch so ein paar Einzelne dabei. Dann die Leute auch nochmal ermutigt, viele Konzerte dann nochmal angefacht, eben nochmal gucken, Mensch, Leute, hier gibt es zum Beispiel einen Unplugged-Dinner für 850 Euro. Wenn das Ding vorbei ist und wirklich klappt, dann kriegt ihr uns für so einen schmalen Taler eben nicht mehr. Das ist wirklich exklusiv. Also man muss vielleicht auch wissen, so funktioniert auch manchmal ein bisschen Verkauf. Man muss eine zeitliche Grenze, einen zeitlichen Druck aufbauen. Man muss auch das Ganze ein bisschen exklusiv halten, dass der andere auch merkt, so okay, wenn ich da jetzt zuschlage, dann habe ich etwas ganz Besonderes. Und das ist es ja genau. Weil in dieser Konfiguration, in diesem Alleinstellungsmerkmal, wie wir es im Crowdfunding verkauft haben, gibt es viele Sachen jetzt nicht mehr. Die Müll runterbringen, da haben jetzt zwei zugeschlagen und jetzt ist Ende. Jetzt bringen wir danach keinen Müll mehr runter. Und dann seid ihr ab dann da durch? Das war die letzte Stufe, oder? Wir haben, als die letzten 10 Tage angebrochen sind, da hatten wir noch mal ein allerletztes Paket gebaut. Und da hatten wir uns für die Leute ein Golden Ticket überlegt. Das gab es für 200 Euro. Mhm. Das Golden Ticket heißt, dass derjenige, der es kauft, auf Lebenszeit wirklich freien Eintritt auf all unsere Konzerte von euch erhält. Genau. Die wurden dann dreimal gekauft und dann kamen zusätzlich eben noch zwei richtig dicke Konzerte und dann war die Ziellinie überschritten mit Mal. Das war dieser besagte Abend, irgendwie 23 Uhr. Ich weiß nicht, ich habe nur drauf geguckt, habe gesagt so, geschafft. Und wann hast du dann die Nachricht an mich geschrieben? Das war das nächsten Tag? Du musst das Buch ja so im Kopf gehabt haben, dass du gesagt hast, am nächsten Tag. Nein. Es ist wie ein Laufzettel bei mir. Ich bin da, das ist total essentiell für mich gewesen, muss ich wirklich gestehen. Also diese ganze Masterplan-Geschichte und wie ich eine Band auch transparent mache, wie ich sie visualisiere, die ganze Band wieder. Ich habe mir da sehr viel rausgesorgt bei dir. Das war schon
Ich hoffe, dass das Gespräch mit euch nützlich für andere Musiker waren, die das gesehen haben. Tini, Sven von Stereo Herz, vielen Dank und alles Gute weiterhin mit Stereo Herz, dass ihr das noch weit bringt. Alles Gute, bis dann. Danke.